Hey, Freunde, guckt mal, welch ungewohntes Umfeld hier. Ich bin in der Box am Start. Was geht ab, was geht ab? Willkommen zur heutigen Reaction. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als hätten wir schon eine lange Pause gehabt. Bei mir ist es so ein bisschen die Routine geworden, eigentlich morgens aufzustehen und eine Reaction aufzunehmen. Und das hat jetzt irgendwie, glaube ich, 2 Tage nicht mehr stattgefunden. Das ist ja ein Unding. Das kann ja wirklich nicht wahr sein. Ich habe es nochmal ab und zu probiert, ein paar Sachen, ja, wieder verlegt, wie gesagt. Die waren einfach nicht so geil. Aber es gibt jetzt eine Sache, die ich unbedingt mit euch gucken möchte. Natürlich gucken wir auch noch heute Seven vs. Wild. Ist klar, neue Folge ist draußen, ihr kennt es. Aber Felix hat ein neues Büro. Genau, Felix die Lokomotive von der Laden natürlich. Ich hätte echt gedacht, dass er einen Felix eingibt, dass man zu Felix von der Laden kommt. Und ich weiß noch nichts darüber. So wie es aussieht, hat er im Thumbnail ein Bild von Frankfurt genommen, oder? Oder? Also ist auf jeden Fall nicht Köln. Also sieht nicht nach Köln. Ist das Köln? Ich weiß es noch nicht. Ob Felix nach Frankfurt gezogen ist oder ob er doch in Köln bleibt. Wir werden es sehen. Ich überlege gerade, ob Felix mir schon irgendwas zu dem Büro gesagt hat. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, ich weiß noch nichts darüber. Guten Morgen, Leute, aus Köln. Es ist endlich soweit. Über ein halbes Jahr haben wir gesucht nach einem neuen Büro. Und heute dürfen wir gleich, hoffentlich, wenn alles klappt, ich glaube es erst, wenn ich die Schlüssel in der Hand habe, heute So. unterschreiben wir einen Mietvertrag, kriegen die Schlüssel und dann geht's rein in unser neues Büro. Womit filmt der? Der Ton ist voll komisch. Wir sind ein bisschen aufgeregt auf jeden Fall. Das wird ein neuer Schritt. Man verpflichtet sich natürlich auch wieder für ein paar Jahre. Das ist immer bei so Büroverträgen so. Aber es wird ganz anders als alle Büros vorher. Natürlich Für wie viele Jahre fände ich jetzt interessant? Würde ich jetzt privat fragen? auch wieder. Aber ich freue mich drauf. Ne? Ihr kennt ja, meine Wohnung ist immer noch nicht fertig hier. Dazu kommt dann auch mal hier auch eine Roomtour, wenn das fertig ist. Aber auch hier habe ich halt versucht, auf kleinem Raum mir alles möglichst nice einzurichten. Das hört sich so an, als wäre das jetzt beim neuen Büro auch der Fall. Und das ist durchaus eine Sache, die ich auch aus der Box kenne. Da sind wir schon mal im Stichpunkt. Es ist ein relativ kleines Büro für mein Aha. Verhältnis. Ich hatte eigentlich immer sehr große Sachen, außer jetzt vielleicht hier, ne? UFO, ihr erinnert euch vielleicht dran. Hier war Simon Unge mit Sabine zu Besuch. Außer UFO, ja, ist ja nicht so, als hätte Felix mit Abstand den größten Raum gehabt, den ich eigentlich haben wollte. Wo wir uns dann noch irgendwie einig geworden sind, indem Felix mir dann die Verdunkelung für mein Zimmer bezahlt hat. Und dafür habe ich dann das kleinere genommen. Nee, Felix wollte schon die größeren Räume. Gamescom 2018 oder so muss es gewesen sein. Nicht sogar 2017. Also lang her. Da hatte ich vielleicht so ein, weiß nicht, 20 Quadratmeter Zimmer. Größer als das wird's schon, aber damals war ich ja nur zu zweit. Ne? Zusammen mit Philipp, meinem Kameramann damals, waren wir da im Raum oder am Anfang sogar alleine. Und für uns beide hat das gepasst, aber damals wollte ich ja schon irgendwie ein bisschen mehr Platz. Und dann war ich in einem echt riesigen Büro. Und zwar in unserem Hive. Das war ein eigenes Haus. Das war echt übertrieben. Also Das war viel zu übertrieben. Habe ich ehrlich gesagt nie so richtig verstanden, warum es so viel, vor allen Dingen so viele Räume sein das müssen. haben wir nicht gebraucht. Das war auch nicht perfekt, wie alles da angerichtet war, aber war trotzdem eine coole Zeit. Da haben wir auch mit Spielkind angefangen, also meinen eigenen Merch-Spielkind zu verkaufen, auch selbst zu versenden. Da ist dann irgendwann der Platz unten zu wenig geworden. Wir mussten umziehen, hatten ein riesiges Lager, hatten mehr Platz, hatten dann nämlich die Base. Also das war echt ein sehr, sehr cooles Büro. Also auch jeder Gast, der da war, jeder hat immer. Das war wirklich ein cooles Büro. Muss ich auch nochmal sagen, kann ich komplett fühlen, dieses Büro, auch wenn man wirklich mal dahin gefahren ist. Dieser Innenhof, dieser Blick, diese ganzen Fenster, die man offen lassen konnte, weil es wirklich nur diesen kleinen Innenhof gab und so. Ich hätte jetzt natürlich andere Fliesen gewählt, klar. Aber grundsätzlich sau geiles Büro mit den verschiedenen Facetten, die das hatte, wie man auch gerade gesehen hat, hier oben das Büro, Auch von jeder dem man Gast. hier so runtergucken konnte, wo man sich zurückziehen konnte und auch mal einen Call führen konnte und so. Das finde ich, ist eigentlich ein richtig geiles Büro, aber diesen Platz muss man halt auch brauchen. Ist nach wie vor wieder übertrieben groß und meine Devise war immer mehr Kosten so gering wie möglich halten und Felix' Devise war da vielleicht. Kann man jetzt ja überlegen, wie man da jetzt denkt, vielleicht unternehmerischer. Auf der anderen Seite ist aber, finde ich, auch wichtig, natürlich die Kosten im Auge zu behalten. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch wichtig, Potenzial nach oben zu haben und zu wachsen und viel auszuprobieren, ne? Mit Merchandise, mit Angestellten, mit Management und so weiter und so fort. Aber ja, das ist zwar jetzt mehr oder weniger alles zugemacht worden, glaube ich, glaube es glaube ich, gibt es, also beziehungsweise die Modemarke Spielkind gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Und das Management ist jetzt auch zu und dementsprechend, wofür dann noch so viel Platz? Es sei denn, man macht so wie Revi und macht dann wirklich zukünftig so Riesenprojekte, für die man diesen Platz in Anspruch nimmt, was auch wieder extremer Aufwand ist, aber da. Es war bislang zumindest nicht Felix Kanalkonzept, ne? Als er da war, jeder hat immer gesagt, wow, das habt ihr euch echt schön eingerichtet, was für eine geile Location. Ist auch geil. Und ich war auch cool. Wir haben auch die Show da aufgezeichnet, da sagten viele Möglichkeiten. Aber irgendwann wollte ich Spielke nicht mehr machen. Also, haben wir aufgehört damit. Ich verstehe gerade nicht, warum er nicht mit der normalen Kamera filmt. Mit dem komischen Ton und so. Hä? Voll untypisch.
Lager weg, Corona war auch noch da, das heißt, viele waren eh im Homeoffice und auf einmal hatten wir über 400 Quadratmeter ziemlich leer und trotzdem natürlich... Ja, aber das war, weil Spielkind nicht mehr da war, ne? Das war ja das Lager eigentlich. Enorme Mietkosten. Also habe ich gesagt, komm, wir gucken, ob wir Nachmieter finden und dann gehen wir hier erstmal raus. Und zack, wir hatten einen Nachmieter, also hatten wir die Chance, das easy abzugeben. Ja, ihr habt das schon gehört, ne? Ich bin's. Easy abzugeben. Ich hab's bekommen. Nur, wir hatten noch kein neues Büro und ich dachte, ja, kein Problem. Wir suchen uns was einfach schnell, aber nee. Wir spielen private Spielereien. Wir haben viel angeguckt, aber über ein halbes Jahr jetzt kein eigenes Büro gehabt. Deswegen saß ich immer zu Hause. Das ist mein Setup hier auch auf 90 cm Schreibtisch. Ah, bisschen eng. Drei Bildschirme plus Laptop, Licht. Dann habe ich hier natürlich nochmal meinen Rennsimulator auch zum Aufnehmen, zum Üben für die Rennen. Alles irgendwo hier, so in einer kleinen Ecke im Wohnzimmer in meiner 50 Quadratmeter Wohnung. Also ich bin gewohnt, mit wenig Platz umzugehen. Aber ich freue mich jetzt sehr, dass wir endlich wieder einen Ort haben, wo wir zusammenarbeiten. Und wisst ihr, was das Allerbeste daran ist? Sag, Felix, komm, sag, was ist es? Naja, ich kann zum allerersten Mal zu meinem eigenen Büro zu Fuß hin. Oder mit dem Longboard. Und genau das machen wir jetzt. Also im Thumbnail sah es extrem nach Hochhaus aus. Wir wissen alle, dass Felix im Kranhaus wohnt. Müssen wir jetzt keine Hehl draus machen? Sagt man das so? Wo ist denn ein Hochhaus in der Nähe, wo er zu Fuß hingeht? Oh, laut! Seid ehrlich, würdet ihr diesem jungen Mann hier ein Büro vermieten? Ja. Hoffentlich unser Vermieter macht's. Ah, laut! Mann, Felix, mach das doch mal leiser mit der Musik! Mann. Die haben mittlerweile dieses Riesenrad quergestellt. Das stand vorher andersrum. Das stand vorher so parallel zum Rhein und jetzt steht's quer zum Rhein. Die wissen einfach nicht, wohin damit. Boah, bin ich lang kein Longboard mehr gefahren. Ich fahr immer E-Scooter. Ist irgendwie so viel praktischer. Was war denn das für ein Move? Ah ja, okay. Das ist wirklich eins der nicesten. Zeigt das von außen? Nach meinem neuen Büro, Leute, ist einfach mit Longboard oder sogar zu Fuß hin kann. Und das gleiche gilt auch für Tim und Micha. Und ja, jetzt machen wir mal die Übergabe hier. Hallo. Hat er nicht wirklich von außen gesagt? Den Eingang schon. Ich will auch nichts dazu sagen. Warte mal, mir fällt gerade ein, ich wäre ja total dumm, wenn ich von außen, wenn ich jetzt sagen würde, wo es ist, bin ich dumm. Und wir haben es, Leute. Ich stehe mitten im neuen Büro. Okay, war ein bisschen... Thumbnail war ein bisschen Clickbait. Ich dachte wirklich, die sind im Hochhaus. Mein erster Gedanke war, die sind im Mediapark in diesem ganz krassen Hochhaus. Weil da habe ich früher auch öfter mal Büros gesehen. Und auch zu UFO-Zeiten haben wir uns da was angeguckt. Und gedacht, wie krass wäre das, wenn wir ganz oben in so einem Mediapark-Gebäude wären. Und komplett über Köln gucken könnten. Aber die Büros waren nicht so richtig geeignet. Waren auch echt krass altbacken, was man von außen manchmal gar nicht denkt. Und... das war dann irgendwie nicht so richtig der Vibe. Aber er scheint wirklich, was ist das, vielleicht dritte... Man sieht es ja eigentlich ganz gut, ne? Hier unten Erdgeschoss, zweite Etage. Also schätze ich auch mal, die sind so in etwa zweite Etage. Ja. Da hinten sind noch Marc und Palmi. Übergabeprotokoll mit Fotos hier gerade alles unterschrieben. Jetzt ist das hier unser Büro. Und da haben wir auch schon unsere ersten Gäste. Hello! Ah, oh, endlich! Endlich mal eine vernünftige Kamera. Warte, wie mache ich denn auf hier? Erstmal Foto machen. Oh, ich hab Aufnahme. Kamera einfach. Wie mache ich den auf? Ich würde sagen, Schloss 1. Schloss 1, oder? Hallo? Jawohl. Ich kann einfach ein Foto von euch hier machen. Oh, pass auf. Ja, ich mach auf, wenn ich weiß wie. Da. Das Foto muss eigentlich auch an die Wand. Das ist ja legendär. Neues drittes Büro. Drittes? Das ist, glaube ich, das dritte, ne? Das muss natürlich an die Wand, klar. Ist offen? Ah, da kommen sie rein. Boah, hört ihr das Geräusch? Nee. Das ist der Fahrstuhl. Ja, dann werden da keine Let's Plays in Zukunft aufgenommen. Boah, ist der laut. Okay, das merken wir zum ersten Mal. Hallo? Grüß Perfekt. Gott, der Bayer. Muss auch wieder hier zeigen, wo... Jetzt schon direkt keinen Bock mehr aufs Büro. Fahrstuhl ist mega laut, nervt. Ja, komm, ne? Bitte wohl, hallo. Witzig. Dann bin ich spaziert. Ich filme die ganze Zeit nur mit Handy. Können wir jetzt mal auf Kamera wechseln? Endlich. Also, er macht echt keinen Hehl daraus, wo es ist, ne? Scheint ihm egal zu sein. Trotzdem kann ich es nicht so richtig einschätzen, aber... LTE-Mast ist direkt gegenüber, Handyempfang ist da. Direkt erst Schramme an der Decke. Da habe ich extra Schramme reingehauen. Ja, perfekt. Ach, noch so ein Fenster. Lol, man kann das Fenster nicht aufmachen. Büro zu vermieten, weil das kann man jetzt ab. Und das ist jetzt unser Büro. Hey! Oh, cooles Bad. Ich mag das, wenn da so ein Muster mit drin ist. Ist natürlich jetzt nicht höchster Standard, müssen wir nicht drüber reden, wenn man sich das Waschbecken anguckt und auch generell. Aber muss es ja auch nicht. Sieht nach klassischem, so nach so einem Büro aus. Hier auch nochmal komplett die Jalousien und so weiter.
Aber da kann man viel drumherum bauen, dass es nicht mehr nach klassischem Büro aussieht. Oh, da ist die Let's Play-Ecke. Vielleicht ist es auch nicht so laut. Bam. Boah, Türsteher-Look. Nicht schlecht. Planken kann man auch. Jetzt haben wir ein Büro, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall, euch das im nächsten Video alles richtig zu zeigen, was wir hier alles haben. Wir haben uns schon viele Gedanken gemacht, wie wir das hier perfekt einrichten alles. Mhm. Klein, fein, unser Büro hier im Herzen von Köln. Ich bin sehr gespannt, was die Jungs draus machen. Gut, auf dem Thumbnail sah es ein bisschen wilder aus, aber sehr, sehr nice. Bin sehr gespannt und ja. Junge, Felix wechselt Büros öfter als ich meine Unterwäsche. Wäsche. Boah, Alter, ich habe echt Probleme. Man verpflichtet sich für ein paar Jahre. Felix, der in 6 Wochen wieder ausziehen wird. Wie sich das direkt immer einbrennt. Wie man direkt einen Ruf weg hat immer bei euch. Mann, Mann, Mann. Seid doch mal nicht so streng. So, ich frage mich, ob das einfach nur da ist, um da zu chillen und da zu schneiden. Oder auch, ob da auch explizit Projekte gemacht werden. Weil ich habe eher das Gefühl, Felix fühlt sich wohl zu Hause und würde auch weiterhin zu Hause Let's Plays und Co. aufnehmen. Deswegen wird das wahrscheinlich einfach nur so ein Workspace sein, wo man sich trifft, wo man Equipment lagert, wo man was schneidet, wo man ja sich trifft. Ich glaube, sowas wird es dann höchstwahrscheinlich sein. Ne? Kosten-Nutzen-Faktor wird wahrscheinlich deutlich besser sein. So, das war's jetzt erstmal, Freunde. Wir gucken uns um 18 Uhr gleich 7 vs. Wild an, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Viel Glück und Erfolg wünsche ich natürlich Felix und sein Team mit dem neuen Büro. Tschüss.